Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal geht es wieder um ein Trade-Up und wir sehen hier, jo, 9 Factory New Bloodsport und eine Minimalware. Und ja, ich habe das Ganze noch nicht, ja, auf CSGO Exchange gecheckt, ob das denn möglich ist, dass man da eine Factory New Mecha Instruments rausbekommt. Aber ja, klar, 9 zu 1. Aber die Floats sind nicht wirklich gut. Ja, das ist halt das, wo ich Angst habe. Aber wir gucken mal, ob das geht. Wir müssen 10 Waffen auswählen, haben wir doch. Ne, eine fehlt. Wo ist denn die andere? Hier. Wir würden eine Factory nie rausbekommen. Okay, dann kein Problem. Also, liebe Leute, ja. Wir probieren es einfach mal. Using Trade-Up Contract. Und ich würde einfach mal sagen, wir setzen die Minimalware an siebte Position. Nochmal kurz abchecken. Factory New, Factory New, Factory New. Factory New. Hier ist die. Ne, hier ist die Minimalware. Factory New, Factory New, Factory New. Okay. Also, wir wollen die M4, M4er Mecha Instruments, ja. Hier rein. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Bitte, bitte. Und ja, können wir sonst noch irgendwas reinschreiben? Nee, also ich glaube, Gaben weiß ja, mit was gemeint ist. Und ja, ich klicke einfach mal auf Submit Contract. So, letztes Mal ging es leider schief, aber dieses Mal haben wir Glück, ja. Dieses Mal haben wir Glück. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Guck mal, hier ist es von letztem Mal. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Das ist echt ein schlechter Witz. Naja, Leute, wir versuchen es nochmal. Bis zur nächsten Woche. Ciao.